Seit einigen Jahren beginnt mein Morgen mit einem sehr großen Glas Wasser mit Zitrone. Nicht nur, weil es mir sehr, sehr gut schmeckt, sondern weil es auch sehr viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Und genau darauf möchte ich heute in dem Video mal eingehen. Also lass uns direkt loslegen. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind, ich bin die Annika von Let's Do Fit und ich arbeite als Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und auf meinem Kanal dreht sich alles um das Thema ganzheitliche Gesundheit. Wenn es Themen sind, die dich interessieren, dann unterstütze mich gerne mit einem Abo und ich rede nicht lange drum rum, sondern wir halten dieses Video heute relativ knapp und wir starten direkt mit dem ersten Punkt, mit dem ersten Vorteil und zwar ist das das Thema Hydration. Vor allem über die Nacht hat unser Körper sehr viel Wasser verloren. Das passiert zum Beispiel über die Schweißproduktion und oftmals fällt es uns gar nicht bewusst auf. Aber auch haben wir über die Nacht sehr wenig Wasser zu uns genommen, höchstwahrscheinlich. Das heißt, wir haben vielleicht 7, 8, 9 Stunden geschlafen im optimalsten Fall und haben hierbei kein Wasser zugeführt. Vor allem morgens ist Wasser das A und O, um den Körper auch, sage ich mal, in Schwung zu bekommen. Der zweite Punkt, die Verdauung. Das in Zitrone enthaltene saure Medium unterstützt zum Beispiel die Magensäureproduktion, was wiederum zu einer gesünderen Verdauung führt. Aber auch Stoffwechselendprodukte können besser ausgeschieden werden und die Nährstoffaufnahme wird verbessert. Punkt Nummer 3, Entgiftung und Reinigung. Wie erwähnt, werden Stoffwechselendprodukte ausgeschieden, aber auch die Leberfunktion wird angeregt. Unsere Leber ist mit das wichtigste Entgiftungsorgan in unserem Körper und sehr viele Menschen leiden zudem an einer nicht-alkoholischen Fettleber. Das bleibt allerdings häufig unbemerkt. Natürlich muss man sagen, dass Zitronenwasser kein Wundermittel hierbei ist, aber es kann als sehr gute Basis für den Tag, für den Start in den Tag dienen. Auch die Nierenfunktion kann durch das Zitronenwasser angeregt werden, was wiederum sehr wichtig ist für die Entgiftung, denn dies wirkt entwässernd. Punkt Nummer 4, Hautgesundheit. Zitronen enthalten Vitamin C, welche zum Beispiel mitverantwortlich sind für die Kollagenbildung. Kollagen ist wiederum sehr wichtig für ein gesundes Hautbild. Natürlich wird man durch ein Glas Zitronenwasser am Morgen nicht die riesen Unterschiede merken, vielleicht nicht morgen, vielleicht auch nicht in einer Woche, vielleicht auch sogar nicht in einigen Monaten. Allerdings sehe ich das Ganze auch eher so, dass es eher eine bewusste Entscheidung ist, dass man bewusst direkt morgens nach dem Aufstehen was für seine Gesundheit tut. Vielleicht ersetzt das Wasser am Morgen, das Zitronenwasser am Morgen, zum Beispiel den Schritt zur Kaffeemaschine. Das heißt nicht, dass der Kaffee morgens verbannt wird, sondern es das heißt vielmehr, dass man statt direkt morgens nach dem Aufstehen zum Zitronenwasser greift und nicht zur Kaffeemaschine. Wie startet dein Morgen? Schreib es mir doch gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleib gesund, tu was dafür. Bis dann, deine Annika.